Bleibt trotzdem mal erstmal beim Werde. Auch wenn er jetzt Virgo oder so pickt, dann können wir mal Elsharion picken, eventuell. Ah, Miho. Hm, okay. Ja, Miho ist Triana. 3 Healer hat der. Ja, ich gehe mal ein bisschen. Okay, er nimmt in dem Werde, schade. Aber wobei. Barbara macht auch einen kleinen Attack-Push. Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu... Mal gucken. Ich weiß nicht, wie Raki-technisch das so funktioniert, wie ich mir denke. Raki ist halt Raki. Ich meine, bei mir ist ein bisschen... Okay, ist ein G-Spieler. Ein G-Spieler. Ein GG-Spieler. Please strip. Please, for I'm friend. Ah, beide eigentlich. Beide sind wichtig. Nice, okay. Gut. Ich risk... Wer ist da noch dran? Ist der nach Miho dran? Ja, ne? Ich mach mal das hier. Weil ich glaube, das hat. Ja, der ist auf Nemesis. Okay. Hätte Deathbreak eh nicht so viel gebracht. Okay, danach ist sie aber. Oh, fuck. Ich muss sie ein bisschen anhitten. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ne, das reicht. Die ist viel zu tanky, das sehe ich schon. Okay. Okay, da müssen wir erstmal ein bisschen Saver spielen. Mhm. Auchi. Brandseite bekommen. Stun. Man kennt's. Okay, das ist da. Das ist okay. Leider keine Bombe, die ich setzen kann, außer ich proc. Natürlich nicht. Okay, können wir erstmal sie hier raus. Nicht? Ah ja, gut, aber ist auch ein G-Spieler, ne? Ist ein G-Spieler. Macht auch Auto, kennt man. Ja, das ist auch so typische Farmer wieder hier. Man liebt sie. Man liebt diese Farmer. Und der proc natürlich. Ja, ja, das ist wieder klischeehaft hier alles. Alles wieder so klischeehaft. Ja, da muss Comtours wirklich schon was machen. Also viele YouTuber haben jetzt auch wirklich darauf so ein bisschen, ne, so ein bisschen mal reingehauen hier. Leute, macht da was. Ja, dass die G-Spieler nicht da unten rumpümmeln. Okay. Schauen wir mal. Was ich hier am liebsten machen möchte. Okay, ja. Können wir sie einmal schon mal ploppen lassen? Nein, weil die Bombe mal wieder resistet. Das kennt man. Das ist auch fein. Okay, die Villa habe ich aber bekommen. Mhm. Ja, Barbara ist sein Fokus. Ja, auf wen macht er das? Wahrscheinlich auf... Lauren wäre, glaube ich... smart. Nee, auf... Auf wen? Auf sich selber? Ah, okay. Ah, die hat gar nicht... Achso, die hat das gemacht. Okay. Mhm. Ja. Ich glaube, dass ich keinen Supporter mitgenommen habe, wird mir wieder alles kosten. Sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Okay. Oh, bitte nimm das Richtige. Oder nimm gar nichts. Ja, oder nimm einfach gar nichts. Bitte Bombe. Danke. Reicht das irgendwie aus? Nicht mal ansatzweise. Barbara, nee. Hat die beide Heals draußen? Weiß ich gerade nicht. Naja, ist leider nicht auf Revenge. Was ein bisschen doof ist. Halt eher tanky gebaut. Ja, Pushback gerade alle. Ich weiß nicht, ob sie heilen kann. Ja, sie kann heilen. Mhm. Was auch gerade ein Fehler von mir ist, ich splitte den Schaden gerade zu sehr. Das ist nicht so gut. Das ist nicht... Das war, glaube ich, kein Proc. Das war eher so ein Overturn-Ding. Der wird mir jetzt Elsharion wieder zurück pushen. Nicht. Mhm. Komm, jetzt strip hier mal das Richtige. Ja, der ist auf Revenge, aber auf Revenge bringt er halt so gar nichts. Es ist einfach so, der bringt nichts auf Revenge. Push. Was, warum nicht auf... Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum hat er mir jetzt nicht die... Hä? Er ist auf Wille. Er ist auf Revenge. Er ist auf Revenge. Er ist auf Revenge. Ich zeige es euch nochmal. Ja, hier. Die Rune, ich kann ihn auf full oder knapp über 300 Speed machen, wenn ich darauf shit auf die Revenge. Aha. Ja, wenn der gar nicht auf Swift ist, dann könnte es vielleicht Probleme geben. Er hat 10 Tempo mehr als ich, also 10% Tempo daher. Wenn er auf Swift ist, wenn er auf View ist,
wüsste ich. Vielleicht der Ischia. Vielleicht Ischia. Ich weiß nicht, wie der gebaut wird. Ich weiß nicht, wie Ischia gebaut wird. Ja, ja, doch, doch. Sieht der Ischia. Aha. Aha. Okay. Ja, der geht auf Gianna. Ja. Kriegt aber keinen Stun hin. Dann wird er den zurücksetzen. Oder er will Woozer zurücksetzen, aber ist sich nicht sicher. Nee, er tut die zurücksetzen. Prockt, okay. Ah, smarter Pick mit Elchar, mit Ischia. Interessant, cool. Auch so noch nie gesehen groß. Aber ich muss Edna rauskriegen. Edna ist das große Problem. Edna ist ein riesengroßes Problem. Mhm. Mhm. Ja, sie hat aber gerade ihren Dings da gemacht. Sprich, also ich kann mit Woozer easy Wille buffen. Na ja, machen wir. Ja, kein Pushback. Ich weiß nicht, auf Edna weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen, okay, sie ist weg. Machen wir das. Aha. Ja, das ist GG. Für mich. Das kann er nicht mehr rumreißen. Nee, das wollte ich gerade sagen. Das kann er nicht mehr reißen. Das kann er noch nicht mehr reißen. Alter, wie hoch ist ein C1? Ja, der kann nicht schneller sein. Ja, der kann nicht schneller sein. Wenn ja, dann Hut ab, ey. Dann richtig Hut ab. Okay, ist aber nicht. Gut. Bombe hier. Okay. Und Bombe hier, please. Nice. Und jetzt, please. Der Lucian muss weg. Der Lucian muss safe weg. Wir Dings nicht um. Ja, gut. Der muss nicht unbedingt weg. Okay. Aber der Ding. Was ist das denn für eine. Ohne Speedlead geht man doch nicht. Oder. Okay. Busted Draco. Dings da, wenn man jetzt. Kein Garo nimmt, hat er auch kein Speedlead. Aber eine Busted. Bei einer Busted, da bist du schon davon sicher, dass die Busted auf jeden Fall mindestens, wenn man Cleave, 300 Speed hat. Sind wir mal ehrlich. Oder sind wir mal ehrlich, das muss sein. Ja, und da dann gegen zu preschen, natürlich, entweder gehst du safe und versuchst einfach zu überleben und gibst den ersten Turn ab und hoffst, dass du überlebst. Oder du versuchst, ihn zu outspeeden. Was ich ja in meinem Fall immer mache. Ich versuche, den immer zu outspeeden. Ja, und wenn das nicht funktioniert, ja, yeah, luckmäßig noch ein bisschen. Ich versuche ein bisschen gegen zu pressen mit Molly, vielleicht mal mit Miho, vielleicht mal mit Antares. Sowas halt. Aber in den meisten Fällen versuche ich, sie immer zu outspeeden. Ne, ist nicht unbedingt direkt gewonnen, aber es macht sehr viel aus. Ich muss den First Turn kriegen. Das ist wieder dieses Ding hier wieder. Hab ich. Okay. Das Problem ist, er hat das drauf. Aber okay. Ja, shit. Okay, reicht, reicht. Ist okay. Reicht aus, reicht aus. Okay, reicht. Ist okay, gut. Langt, um den Leica rauszunehmen. Sehr schön. Ich save mal sie. Gut. Das sollte C1-Hit sein, oder? Nein, immer noch nicht. Was? Dann liegt das bei 1,5, oder? Also echt ganz knapp über 1,5 liegt der C1-Hit. Das Ding ist, ich glaube, wenn er jetzt mehr Feuer pickt oder Wasser, ich glaube, Sama ist hier gar nicht so ein schlechter Pick gerade. Und Sierra raus. Ich glaube, das ist nicht mal ein schlechter Pick. natürlich kommt er mit Edna. Ah, der hört. Hallo, hörst du mich? Du sollst doch keinen Wind nehmen, Mann. Was ist los mit dir? Bist du doof? Er hat nichts zum Strippen. Doch hat er, wenn er es so oder so macht. Schauen wir mal. Okay, er resettet sie. Ist auch smart, muss man sagen. Ist eine smarte Lösung. Ich lasse die Edna da mal. Ah, schade. Prockwäsche. Wer ist denn schneller bei denen, von denen? Wird wahrscheinlich auf Barbara gehen. Ja. Edna? Edna ist schneller. Okay. Dann kann ich Wille buffen. Ohne Probleme. Okay, Stun, das ist okay, damit kann man leben.
Ah, der wird jetzt Barbara vom Ross nehmen. Das, was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass die Diana schneller ist. Er überlegt. Ah, ja, seht ihr, der hat überlegt, ob er Diana oder ob er sie vom Ross nehmen soll. Hat sich für den Ross entschieden. Ja gut, die Barbara ist weg. Sehr wahrscheinlich. Ich hätte, glaube ich, die Stones auch für Oki nehmen sollen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Gefallen an ihm gefunden. Ich finde ihn auch nicht schlecht oder so. Geht er jetzt auf Diana oder geht er weiterhin auf Barbara? Ne, er geht auf Diana, okay. Ja, Diana, Diana-Sache, ja, bla bla bla. Aber noch ist alles gut, alles fein bisher. Weil ich immer noch sie habe. Oh, nice Stun. Verdammt, nice Stun. Der nichts zum Heilen, nichts. Also noch ist alles fein, tatsächlich. Noch ist alles fein. Mehr oder weniger. Machen wir das. Stun die Edna raus. Ah, schön. Sleep wäre nice. Nice. Sie schläft sowieso. Gut. Jetzt sind wir C1. Ja, geht doch. Okay. Wow. Oh, so 9-0. Krass. Krass. Okay, kaufen wir uns einmal Flügel. Und ich glaube, das war's dann aber auch für die Session. Also wie gesagt, ich nehme jetzt 50 Minuten auf gleich. Und 12 Wings gemacht, ist in Ordnung. Ja, das Ding ist, bei der Weltarena, du kannst dir nur Wings kaufen. Sind wir mal ehrlich, was willst du hier sonst holen? Ne, was willst du hier sonst holen? Und das ist ja auch der Grund, warum die G-Spieler alle unten spielen. Weil sie farmen und dann hoch und dann... Was willst du hier holen hier? Die haben keinen Anreiz, irgendwas zu machen. Nichts. Ne? Da hast du das in der Special League eher. Wegen den RTA-Skins. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, naja. Okay, holen wir uns eben neue Flügel für... Erstmal kurz Shop gucken. Ja, ja, ja. Nichts Cooles, kennt man. Was haben wir hier in dem Shop? Nichts Cooles, kennt man. Gut, wen geben wir die? Weiß ich nicht. Also ich bin am überlegen, also Barbara, Savannah hat ja bei mir welche bekommen. Ne? Eventuell Fran die wiedergeben. Also Fran hatte die Dings. Würde ich ihr die geben wieder. Oder Doofnuss. Tatsächlich. Doofnuss finde ich auch nicht schlecht. Aber Doofnuss benutze ich leider noch so wenig. Deswegen. Doofnuss benutze ich auch nicht häufig. Gebe ich sie, glaube ich, erstmal Fran. Sieht so süß aus. Ja, geben wir die erstmal Fran. Mal gucken. Und dann bin ich auch nicht. Das sieht auch mega komisch aus. Keine Ahnung, wie ich so ein Space-Ding geben will. Keine Ahnung. Die, das ärgert mich. Die, dass ich die nicht mitgemacht habe hier. Also nicht geschafft habe. Die drei hier. Ich hoffe, die hauen dann nochmal was. Aber derzeit irgendwie so Kugeltrip. Naja. Okay. Gut, ich bin durch, Leute. Wie gesagt, es sind zwei Videos daraus entstanden. Sehr wahrscheinlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.